Das hier ist der Kronos. Er gehört auch zu den Kars. Das sind 5 Hunde, waren Babys. So, jetzt ist er weg. Ach, da ist er. Das ist der Schwarze hier. Das waren 5 Babys, die hier abgegeben wurden, die wir alle übernommen haben. Da waren sie leider schon recht groß. Und jetzt sind sie noch größer, jetzt sind sie schon ein Jahr alt. Und es ist schade, dass sie hier heranwachsen. Das sind eigentlich hübsche Hunde, dazu gehören, wie gesagt, der Knight, dieser silberfarbene, und seine Schwester, die Kimberly. Und hier sind die, die nicht so langfällig sind. Wobei, ganz kurzfällig ist er auch nicht. Auch er hat ein paar Silberfäden am Rücken, der Kronos. Er ist mit einer der größten Rüden. Es sind 3 Rüden, 2 Mädchen. Und Kronos? Jenika, ne? Jenika, hier, lass dich mal von vorne anschauen. Ja, lass dich mal von vorne anschauen. Hm? Also er hat 2 weiße Stiefelchen vorne. Und ist auch ein netter Rüde eigentlich. Ein selbstbewusster Hund. Jenny! Jenika, da, aber recht folgsam auch, also kann man nichts sagen. Er ist noch nicht kastriert, das wird jetzt gemacht. Und Jenika, da, ist auch immer alles sehr beschäftigt. Leider jetzt. So, da habe ich ihn noch einmal. Kronos. Jenika, da. Jenika, da. Ja, so ein feiner. Das ist ein feiner. Ein feiner, guck, ist das. Auch wenn man sieht, ganz verschmust und verträglich. Läuft in seiner großen Gruppe herum und spielt. Und wir hoffen, dass er auch einen Platz hier kriegt. Ha, Kronos? Ja, so ein Hübscher. Ja, so ein Hübscher. Also, nach einiger Zeit sind unsere Hunde so entspannt, dass sie schon warten darauf, wieder in ihr Körbchen zu kommen, also in ihren Auslauf, in ihr Zuhause, in ihren Zwinger, wie auch immer man es nennen möchte. Und da ist der Kronos, er liegt da ganz entspannt und wartet auf sein Leckerchen. Wenn ich das gebe, dann laufen sie alle hinterher. Also noch einmal zu zeigen, was für ein netter, ruhiger Hund das eigentlich ist. Ein gescheiter Rüde, freundlich und entspannt. Wie wir sie halt hier so gerne haben.